Guten Tag, meine lieben Damen und Herren, und willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video muss ich mit euch wegen ein paar Sachen reden. Die erste Sache wäre erstmal das Community, was da jetzt los war. Die, die mich auf Twitter folgen, die werden da schon einiges wissen. Da ich aber auf Twitter nur 60 Follower habe und auf YouTube 500 Abonnenten, werde ich hier noch ein paar Leute mehr damit erreichen. Und zwar ist für mich das Community gestorben. Ich hatte das ja damals zusammen mit dem InClass angefangen, beziehungsweise hatte InClass die Idee. Ich habe den Sponsoren und so besorgt und InClass hat natürlich damals dann die Domain gekauft, weil er halt der Ideengeber dafür war und er dann auch die Kontrolle über alles haben sollte. Damals dachte ich auch, InClass ist jemand, dem man vertrauen könnte, bla bla bla, alles in Ordnung. Jetzt hat aber InClass schon nach 3 Monaten, also ich bin immer noch nicht am heutigen Zeitpunkt, sondern vor 2 Monaten, nach 3 Monaten, nachdem wir das Projekt gestartet haben, öfters gesagt, es läuft nicht so, wie es haben möchte, ich glaube, ich beende das lieber. Das wollte ich aber nicht, da ich dachte, daraus könnte man etwas Größeres machen, weil wir da schon eine relativ aktive Community auf dem Teamspeak hatten. Jetzt hat es vor 2-3 Wochen InClass dann den Schlussstrich gezogen, hat gesagt, er hat keinen Bock mehr. Das Ganze hat so angefangen, dass ich in der Gruppe geschrieben hatte, warum ein Moderator von uns auf einmal Admin ist, obwohl wir alle dagegen gestimmt hatten. Und dann hieß es einfach nur, weil Baum, und da bin ich dann natürlich ein bisschen rumgeraged, weil ich es geil fand, dass ich als zweiter Owner noch nicht mal gefragt werde, wenn jemand befördert wird. Und generell niemand gefragt wurde und die gefragt wurden, vor einer Woche im Teammeeting halt alle Nein gesagt hat. So. Und dann haben wir halt über 100, 200 Nachrichten geschrieben gehabt innerhalb von einer Stunde. Und wir haben halt mehrere Gruppen gehabt. Eine, die heißt halt Teamchat No Spam. Und dann hat InClass halt irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Wir beenden das hier jetzt. Das Community ist tot und ist rausgegangen. Dann habe ich erstmal natürlich InClass beleidigt. Habe gesagt, wie kann er so etwas nur so schnell aufgeben? Der Typ hat keine Eier, wenn er einfach so abhaut und das, ohne es zu klären, einfach so beendet. Natürlich habe ich mich vor allem auch aufgeregt, weil er die Domain und den Namen etc. hatte. Und dann haben wir nochmal eine Stunde weitergeschrieben. Und am Ende habe ich dann gesagt, auf den Scheiß hier habe ich selber keinen Bock mehr. Ich packe mir die Jungs, die zu mir halten. Das sind auch eigentlich die einzigen Korrekten vom TS gewesen, meiner Meinung nach. Und mache dann mit denen das Ganze nochmal komplett von vorne unter einem neuen Namen von neu. Diesmal so, dass ich das unter Kontrolle habe, weil ich gerne solche Projekte habe und ich so etwas auch nicht so schnell aufgebe. Und dann machen wir das und wir führen es wirklich durch. Das Projekt ist jetzt entstanden, Webseite ist entstanden, Designs sind entstanden. Das Einzige, was wir momentan noch brauchen, ist ein Sponsor für den Teamspeak. Dort haben wir jetzt auch schon wieder ein paar angefragt, warten momentan noch auf eine gescheite Antwort. Und dann vermute ich, also wenn ihr auf die Webseite von uns geht, ventagaming.de, seht ihr dort schon einen kleinen Timer am Laufen, dann versuchen wir das Ganze ins Leben zu rufen. Wenn das nicht möglich ist, dann werden wir für die ersten 2 Monate den Teamspeak kaufen und danach halt auf einen, der uns den Teamspeak sponsort, umsteigen. So. Das Ganze, wie gesagt, heißt jetzt Venta Gaming. Einen Unterschied gibt es dann noch zu Dat Community. Natürlich ist es nicht das gesamte Admin-Team vom alten Server. Wir sind nur noch 5 bzw. 6 Leute vom gesamten alten Team. Und diese 5 bis 6 Leute haben alle in den letzten paar Monaten einen Schlussstrich auch bei Minecraft gezogen. Ihr seht ja auch bei mir schon lange kein Minecraft mehr auf dem Kanal, außer halt Aterra, was auch wieder kommen wird, aber ich glaube auch Aterra wird eines der einzigen Minecraft-Projekte auf meinem Kanal bleiben, weil ich halt selber generell einfach momentan keine Lust mehr auf Minecraft habe. Und wir werden den Teamspeak auch generell erstmal nicht mehr auf Minecraft aufbauen, sondern mehr so in Richtung Garry's Mod, also witzige Spiele oder Battlefield, eher Shooter, so CSGO, aber generell einfach keine Blockspiele mehr, kein Minecraft. League of Legends hatten wir gesagt, gerne wieder, Overwatch gerne wieder, alle Spiele außer Minecraft, weil, ja, wir hatten einfach keinen Bock mehr drauf.
Ihr könnt gerne kommen und Minecraft spielen, aber wir werden keinen Server mehr dafür anbieten und wir werden auch sehr wahrscheinlich selber nicht mehr mitspielen. Das wollte ich einfach nur so mal im Voraus gesagt haben. Im Hintergrund seht ihr jetzt übrigens auch ein Gameplay von Battlefield 1. Ja, das macht mir halt momentan, obwohl es noch nicht mal draußen ist und es jetzt die Beta mehr Bugs hat als die Alpha, immer noch sehr viel Spaß. Außerdem möchte ich die ganzen neuen Abonnenten begrüßen, die jetzt durch das Giveaway dazugekommen sind. Einer hat sogar schon eine Konversation mit mir per E-Mail angefangen, hat noch nicht mal beim Giveaway mitgemacht, ist einfach sehr nett in der E-Mail, hat mich gelobt, meinen Kanal, und hat dann auch selber gefragt, er würde gerne mit YouTube anfangen, ob ich irgendwelche Tipps für ihn habe. Gerne, ich werde auch noch weiter mit ihm schreiben. Und er wäre sehr wahrscheinlich auch dann dabei mit beim neuen TeamSpeak. Generell, wie ihr dabei sein könnt, werdet ihr auch nochmal auf der Webseite von uns erfahren. Wie gesagt, ventagaming.de findet ihr noch auch nochmal in der Beschreibung. Momentan ist es noch eine über Jimdo gehostete Seite. Sobald wir aber Zeit haben, werden wir das Ganze auch nochmal auf eine eigene Seite umbauen. Das heißt, dass wir wirklich die komplette Seite selber gemacht haben. Momentan ist es halt einfach ein angepasstes Overlay. Was es auch geben wird, ist halt, wir werden wieder einen CSGO-Clan ins Leben rufen. Wir hatten eigentlich geplant, das zusammen mit CSGO-Cloud zu machen. Der hat jetzt aber gesagt, Jungs, meine Domain läuft eh bald ab. Komm, Venta Gaming, wenn ich den CSGO-Teil übernehmen darf, kein Problem, sind wir dabei. Und da haben wir auch für jedes Clan-Mitglied dann extra für Steam so ein Avatar, damit man auch richtig geil sieht, die gehören zusammen, die werden uns jetzt gleich zerficken. Lass uns lieber austeilen. Okay, hört sich das natürlich ein bisschen scheiße an, ich weiß. Generell, wie gesagt, neuer TeamSpeak, da Dart Community für uns gestorben ist. Wenn ihr dort trotzdem noch drauf sein wollt, ist es eure Sache, ihr werdet uns dort einfach nicht mehr vorfinden. Und halt, das Giveaway geht jetzt noch eine Woche und dann wird das beendet. Ich muss noch gucken, ob das bei der 5€ Passive Card bleibt oder ob ich eine 10€ Passive Card draus mache, da ich nicht weiß, ob ich jetzt noch an eine 5€ Passive Card drankomme. Für euch eigentlich nur ein Vorteil. Wenn irgendeiner meckert, warum keine 5€ Passive Card, dann klatsche ich dem eine. Ne? So, und dann einfach noch, warum ich so inaktiv momentan bin, weil ich halt sehr viel momentan halt mit Venta Gaming zu tun habe, sehr wenig selber noch zum Game komme. Ich habe gestern das erste Mal wieder seit einer Woche selbst gespielt und es hat gut getan. Ich werde jetzt wieder etwas öfters spielen, was auch gleichzeitig heißt, etwas mehr Videos. Was mehr Aktivität auf dem Kanal heißt, werden wir sehen. Ich hoffe zumindest, ihr habt alle bis jetzt durchgeguckt. Schreibt mal bitte, wenn ihr bis jetzt zugeguckt habt, Hashtag Wintergaming in den Chat. Ich werde es auch nochmal in der Beschreibung schreiben, damit ihr wisst, wie es geschrieben wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euch noch viel Glück beim Gewinnspiel. Und auf Wiedersehen. Ciao. So, und jetzt noch eine kleine süße Audio vom lieben Inclass. Der dachte, er müsste mir noch richtig eine reindrücken. Aber man sollte sich immer zweimal umdrehen, ne? Tschö. Niklas, falls du dich erinnerst, damals warst du durch Zufall im selben Channel wie Honeymoon. Und nur dadurch bist du überhaupt in dieses Projekt reingekommen. Also ist es nicht unser Projekt, sondern es ist mein Projekt und ich habe das Projekt schon viel früher angefangen zu planen, als du überhaupt denken kannst. Du bist nur eine kleine Missgeburt, die sich dachte, ja, ich mach da jetzt mal mit und du das Ganze zu meinem Projekt machen. Ganz ehrlich, geh dich vergraben, grab dir dein eigenes Grab, meine Fresse, ist mir scheißegal. Nur, weißt du, ich hasse es, solche kleinen Arschgeier zu haben, die irgendwie sich denken, ah, jetzt, da hat jemand vorgearbeitet und da kann ich vielleicht was abgreifen und oh mein Gott, ja, weißt du, solche Leute hasse ich. Die können einfach alle sterben gehen, ist mir scheißegal, ganz ehrlich.